Hallo zusammen, hier ist wieder euer Jella und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir von verschiedenen Rares kriegen können und das schon ein wenig seltener ist, würde ich mal behaupten. Und zwar habe ich das mittlerweile jetzt gekriegt nach längerem Farmen. Und zwar schimpft sich das einmal eine Sammlung meiner selbst. Und was macht das? Baut auf die Worte eures zukünftigen und vergangenen selbst, hat 5 Minuten Abklickzeit. Bevor wir uns jetzt angucken, was das jetzt genau macht, würde ich euch erstmal zeigen, wo ich mich befinde. Und zwar habe ich gerade einen Rare getötet. Ich bin nämlich hier bei den Koordinaten 62, 81 und dort haben wir so ein kleines Portal in der Mitte, das können wir anklicken und dann erscheint ein Illidan Murloc und das ist quasi der Rare, den ich jetzt immer gefarmt habe und der mir quasi das Toy gedroppt hat. Also ihr seht, hier haben wir dieses Sandgebäude und hier unten ist der Eingang und diesen Rare habe ich jetzt gefarmt. Es gibt noch 3 andere Rares, die das droppen können. Einer von diesen Rares guckt hier vorne rum, der läuft eigentlich hier immer um diese Säule rum. Das ist so ein Elementar wie der hier, bloß ein bisschen größer. Und dann gibt es noch 2 andere und ich werde euch die gleich mal zeigen, auch mit Dropchancen auf WoW Head. Dann ist das, denke ich mal, ein bisschen anschaulicher. Also, hier haben wir einmal das Toy. Die aktuellen Dropchancen sind bei dem Epochenbrigel oder Lord Epochenbrigel. Das ist der Murloc, den ich getötet habe. Das ist der nette Typ hier. Und der hat die niedrigste Dropchance von 2%. Das Ding ist, ich habe den gefarmt, weil der relativ häufig da ist. Die anderen sind ein bisschen beschissener. Der zweite, unendliche Verwüstung, das ist der Elementar. Der hat 3% Dropchance. Das ist der hier. Und wie ich gesagt habe, guckt der hier einfach im Kreis rum. Nur da unten. Also wenn ihr den Epochenjäger da guckt, dann könnt ihr den anderen auch gleich quasi mitnehmen. So, die haben beide eine niedrige Chance. Die anderen sind ein bisschen höher mit 11 und 28%. Der mit 11 ist hier unten bei den Koordinaten 37, 77. Und der mit 28, das ist dieser Gnom hier, der ist ein bisschen weiter drüben, läuft auch ein bisschen rum, etwa bei den Koordinaten 58, 85. Warum habe ich die beiden jetzt nicht so extrem gefarmt? Und zwar, das sind Special Rares, die auf einem 30 Minuten Cooldown sind, aber nicht, dass sie selber spawnen, sondern dass ein Rare in der Rotation spawnt. Und ich kann euch das mal zeigen. Das sind ein paar Rares, die in der Rotation drin sind. Und wie gesagt, jede halbe Stunde spawnt einer von denen in der Rotation und das sind, ich weiß jetzt nicht genau wie viel es sind, aber ich meine irgendwie so 20, würde ich jetzt mal sagen. Wir können jetzt mal gucken, dass wir Show Completed Groups hier beim All the Things anmachen, dann können wir uns das genauer anschauen. Heißt, dass man in x Stunden quasi nur einmal den Rare vor die Flinte kriegt. Okay, das sind doch mehr, als ich dachte, oder? Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27. Jetzt wird schwierig zu rechnen. Das sind 10, 13, fast 14 Stunden, dass die Rares wieder spawnen in der Rotation. Heißt, da könnt ihr ganz schön lang warten. Es gibt eine Weak-Aura, die ich jetzt hier unter anderem, das ist die falsche Weak-Aura, hier unten seht ihr die Weak-Aura, die anzeigt, welcher immer als nächstes spawnt. Bedeutet, diese Special Rares sind ein bisschen kacke zu farmen, einfach weil die halt teilweise 14 Stunden Respawn-Zeit hat. Und wenn man halt nicht gerade dann da ist, wenn die spawnen, weil die werden groß auf der Map angezeigt, instant umgehauen, deswegen ist das Farmen ein bisschen kacke. Der Epochenjäger hier drin, der ist relativ häufig da und den habe ich jetzt immer abgefarmt und mir das Toy geholt. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Die 3 Spots habe ich euch gezeigt. 4 Spots sind es insgesamt. Wie gesagt, ich empfehle, den hier zu farmen und den Inventar da vorne. Die habe ich mit den Twinks relativ regelmäßig gefunden. Gut, dann setzen wir das Toy mal ein und schauen uns das Ding einmal an. Also, wir haben verschiedene Versionen von uns, die uns Sachen erzählen. Gebt nicht auf, gebt nicht auf. Okay. Und die mir zuklatschen. Ist ein ganz witziges Toy. Gut, für den Aufwand, das jetzt zu farmen mit der niedrigen Dropchance, ist es fast ein bisschen wenig, aber es ist ganz nett. Ne? Wir sind von Toys nichts anderes gewöhnt und es ist wieder quasi eins mehr in der Sammlung. Sonderlich viele fehlen mir jetzt nicht mehr und ja, ich drücke euch die Daumen beim Nachfarmen. Wie gesagt, ich würde euch jetzt eher empfehlen, das hier bei den beiden zu farmen und nicht bei den anderen. Wenn ihr die zufällig natürlich findet oder T-Mog farmen wollt, dann holt euch die Weak-Aura, die kann euch vielleicht ein bisschen helfen. Ich muss mal gerade gucken, ob ich euch sagen kann, wie die heißt. Wahrscheinlich, habe ich jetzt wieder zu viele drauf.
Ja, ich würde es euch gern sagen, aber ich weiß nicht, welche das von den Wiegfrauen ist. Event-Timer ist eine andere. Tja. Nee, das ist er auch nicht. Ah, das hier ist er. Ixias Dragonfly 30 Minuten Respawn-Timer. Ah, den Typen kennen wir auch. Der ist auch beim Collecten relativ weit dabei. Also zumindest habe ich den Namen schon mal gehört. Den spreche ich immer falsch aus, aber Credit an ihn. Der hat die Vigaura zusammengebaut. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.